Hallihallo, hier ist wieder Ilonka von der Stempelzeit. Es ist Montag, das heißt, ich habe ein Wochenstartvideo für dich. Und heute ist es mal wieder eine Karte, diese hier, eine nicht ganz so einfache Karte. Also nicht einfach zum Aufklappen, sondern eine Stufenkarte. Hier kann man das ganz gut sehen. Hier ist dann also eine Stufe und an dieser Stelle ist ebenfalls eine Stufe. Ich finde, die macht eine Menge was her und wenn der Empfänger die bekommt, dann stellt er sich die bestimmt als Deko auch gerne hin. Finde ich also eine schöne Geschichte. Ist aber gar nicht so schwer und ich zeige dir jetzt, wie das geht. Und zwar, was brauchst du? Erstmal natürlich den Papierschneider und als Grundkarte ein Stück Farbkarton in der Größe 21 cm mal 14,8 cm. Und um dann diese ganzen Stellen abzudecken, also hier, hier, hier und hier vorne, da brauchst du verschiedene Designerpapierstücke. Das Stück in der Mitte ist 8 x 8 cm. Dann rechts und links für diese beiden Stufen. Da brauchst du also zwei Stücke in der Größe 2,5 x 7,5 cm. Und unten das Querstück, wenn du es nicht bestempeln möchtest, sondern abdecken möchtest, dann brauchst du da ein Stück in der Größe 14,5 cm x 2 cm. So, das Schwierige oder wo man ein bisschen aufpassen muss, ist das Zuschneiden und Falzen für diese Grundkarte. Ich habe da vor ein paar Jahren schon mal so eine Schemazeichnung gemacht und die stelle ich zu dem passenden Blogbeitrag dann auch als Download zur Verfügung. Also kannst du dir das gut ausdrucken oder aufrufen zumindest. Und wenn du es ein paar Mal gemacht hast, brauchst du es nicht mehr, aber vielleicht für den Anfang. Und zwar, wir müssen das von der schmalen Seite bei 2,5 cm erstmal ein paar Falzungen machen. Das heißt, die tue ich schön weg. Bei 2,5 cm ist die erste Falzung 3 cm vom Rand und dann von unten auch mal 3 cm im Rand. So, eine Falzung und hier unten, jetzt setze ich mir das einfach hier auf diese Gerade von der nächsten Zentimeterangabe und ziehe dann da auch die 3 cm runter. So, das nächste, was ich machen muss, ist nach weiteren 2,5 cm, also bei 5 cm sind wir mittlerweile, muss ich das ebenfalls nochmal machen. Also mache ich das auch hier und oben auch nochmal. So, da habe ich schon mal diese beiden Falzungen. Jetzt schiebe ich das weiter, ich bin bei 5 cm, dann kommen hier 8 cm dazu. Dann bin ich bei 13 cm und dann mache ich ebenfalls nochmal über 3 cm jeweils die Falzungen. Einmal und hier schiebe ich das wieder halt, es sind ja 14,8 und diese 2 mm ziehe ich das nach unten. Dann kann ich nämlich hier bei einer geraden Zahl ansetzen. So, dann haben wir noch zwei Schnitte. Und hier ist auch nochmal eine Falz. Das ist eigentlich die Mittelfalz für die Karte ganz normal bei 10,5 cm. Aber die machen wir erst, wenn wir diesen Schnitt gemacht haben, weil dann wissen wir genau, von wo bis wo diese Falz sein soll. Das heißt, für den Schnitt gehen wir jetzt hier senkrecht. Jetzt müssen wir schneiden. Und zwar ist der Schnitt von 2,5 cm bis 13 cm. Hier haben wir das von 13 cm ist aber auch ganz einfach. Ich habe ja hier, ich hoffe, das kann man sehen, diese erste Falz und die letzte Falz, also die erste und die letzte. Und dazwischen mache ich einfach den Schnitt. So. Bei 3 cm ist das Ganze. Und dann kann ich das hier ansetzen und ziehe das hier durch. Ja, wenn ich sehe, das war nicht ganz, ziehe ich noch mal ein Stückchen weiter. Und das Ganze mache ich auf der anderen Seite ebenfalls. So, bei 3 cm. Hier sehe ich, lege das bis hier hin. So, dann kann ich hier genau sehen, ah, okay, habe ich alle geschafft. Und wenn ich jetzt die Karte einfach quer einlege, dann sehe ich genau, wo meine beiden Schnitte sind und mache dazwischen dann die Falz. Dann habe ich die Karte mehr oder weniger fertig. Ich muss jetzt bloß in die richtigen Richtungen falzen. So mache ich die Karte im Prinzip zu. Das muss nach hinten. So.
So, also Bergpfalz, Talpfalz, Bergpfalz. Bergpfalz, Talpfalz, Bergpfalz. Und das ist auch eine Bergpfalz. Okay. So, ein bisschen jetzt hier drücken. Und dann müsste das eigentlich, oh, dann habe ich mich hier wahrscheinlich ein bisschen verfalzt. Sorry. Da habe ich wahrscheinlich 10 cm angelegt, anstatt 15 cm. So, dann habe ich das hier schon fertig. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch meine Designpapierstücke auftragen. Und zwar das in der Mitte. Wie man das jetzt halt gestaltet, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Die Maße dafür habe ich dir jetzt dann vorhin gesagt. Die vermerke ich vielleicht auch noch irgendwie auf dem PDF. Muss ich mal schauen. Und hoppala. Dann ist das nämlich gar nicht so eine schwierige und schnelle oder langsame Karte. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken, weil im Hintergrund die Tür aufging und meine Katze hier reingeschossen kommt. Na gut, schauen wir mal, ob sie mich den Rest noch machen lässt. So, dann haben wir jetzt hier noch so einen kleinen Topper, habe ich gemacht, aus dem Set Alle guten Wünsche. Einfach auf Flüsterweiß gestempelt und mit den 2-Inch und den 2¼-Inch Kreisstanze ausgestanzt und übereinander geklebt. Das klebe ich jetzt nur noch mit einem Stamping Dimensionals auf. Und dann ist die Karte auch schon komplett fertig. Also, ich finde, das geht eigentlich ganz schnell. Und man kann da doch wirklich den Empfänger vielleicht so ein bisschen beeindrucken, weil es halt nicht so eine ganz normale Karte ist. So, ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir ein Like da oder abonniere meinen Kanal. Wenn du Fragen hast, dann schick mir einfach eine Mail. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns am Mittwoch zur Mittwochsreihe wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.